willkommen auf dem Paradeplatz in Haiger, auf dem Autoscooter, neben Karussells und bunten Buden mit Popcornduft und Zuckerwatte. Heute hier, morgen dort. Denn überall ist Gott. Überall weht der Geist des Herrn, auch hier. Der Ausdruck Kirmes weist noch heute darauf hin, er setzt sich zusammen aus den Worten Kirche und Messe, kurz Kirmes. Lassen wir uns also ein auf einen munteren Kirchmess-Gottesdienst. Manchmal träume ich viel und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun ganz was anderes zu tun. Zug vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Seit dem Jahr 914, also vor 1110 Jahren, gibt es hier in Haiger das sogenannte Marktrecht. Das heißt, in Haiger durften Märkte abgehalten werden und diese über 1100 Jahre alte Tradition hat sich bis heute erhalten. Es gibt nach wie vor den Pfingstmarkt, den Lukasmarkt im Oktober und seit 50 Jahren auch einen Wochenmarkt hier bei uns. Für Städte waren die Märkte lebenswichtig, weil man in der Stadt nicht alles anbauen konnte, was man zum Leben brauchte. Auch hier bei uns waren der Lukasmarkt und der Pfingstmarkt wichtige Termine im Jahreskalender. Tägliches Shoppen, wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Weder hier in Haiger und schon gar nicht in den Dörfern drumherum. Die Märkte versorgten also die Bevölkerung mit den Dingen, die sie benötigten. Dabei waren aber immer auch Vergnügungen unterschiedlichster Art. Und man hörte gerne den weitgereisten Händlern und den Gauklern und den Schaustellern zu, die heute hier und morgen dort waren, wenn sie erzählten vom Leben und von dem, was sie in anderen Regionen erlebt haben. Ein paar Jahre gab es jetzt den Vergnügungspark beim Pfingstmarkt nicht in Haiger, nur noch beim Lukasmarkt. Und der Schausteller Michael Renz hatte dann im vergangenen Jahr die Idee, lasst uns doch wieder einen Vergnügungspark machen. Und wie eben schon gesagt wurde, darüber hinaus auch einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst hier auf dem Paradeplatz. Michael, erzähl uns doch kurz, was dich dazu motiviert hat, den Vergnügungspark wieder zum Leben zu bringen. Guten Morgen, guten Tag. Mein Name ist Michael Renz, Schausteller in sechster Generation. Die Motivation hier, den Pfingstmarkt wieder zu beleben, liegt eigentlich in meiner Schwiegerfamilie, die hier 50 Jahre locker schon Tradition in Haiger hat, jedes Jahr wiederkommt und immer wieder gerne hier ist. Und ich habe nur den Lukasmarkt erlebt und habe halt immer die Geschichten vom Pfingstmarkt gehört. Und so war es für mich halt, weil bei uns, gerade dieses Wort, das jetzt öfter gefallen ist, Tradition wird bei uns ganz groß geschrieben. Und so war es mir halt wichtig irgendwie, dass wir gesagt haben, komm, lasst uns einfach versuchen, hier alle gemeinsam, alle zusammen ein Fest zu feiern, das es eigentlich ursprünglich schon ewig gab, dann eine Zeit lang halt nicht mehr. Und so wollen wir halt versuchen, diese Tradition wieder auferstehen zu lassen. Das erste Pfingstfest vor etwa 2000 Jahren stelle ich mir so ähnlich vor wie einen großen Lukas- oder Pfingstmarkt. In der Apostelgeschichte heißt es, dass Menschen aus der ganzen Welt zusammen waren, und auf einmal jede und jeder verstand, was der Heilige Geist ihnen durch die Jünger Wichtiges zu sagen hatte. In Haiger werden das dann nicht unbedingt die Meder und Pater, sondern eher die Hicken und die Weller, die Leute aus dem Grund und aus dem Dilltal, vielleicht von Manderbach und von Dilleburg auch noch ein paar, aber auch aus den 70 Nationen, die bei uns hier im Stadtgebiet leben und ihre Heimat gefunden haben oder noch suchen. Michael, du bist viel unterwegs, oft zusammen mit deiner Familie. Was würdest du sagen, was ist deine Heimat und was ist dein Zuhause? Ja, aktuell ist es Haiger, weil mein Zuhause überall da ist, wo mein Wohnwagen steht.
Ich habe überall meine Familie dabei. Das ist das Schönste an meinem Beruf, dass wir im Prinzip, die meisten Schaustellerbetriebe sind Familienbetriebe und man hat immer seine Familie mit dabei. Meine Kinder, meine Frau, meine Schwiegereltern, wir sind immer zusammen und deswegen da, wo unser Wohnwagen steht, da ist unser Zuhause. Ja, und Michael, auch die Idee, einen ökumenischen Gottesdienst gemeinsam hier bei euch, bei uns auf dem Vergnügungspark zu feiern, kam von dir und den Schaustellerkollegen. Was bedeutet das für dich, dass wir Einheimische und Schausteller heute hier zusammen Gottesdienst feiern? Das ist genau das, wovon wir gerade eben schon geredet haben, Tradition. Und Tradition, ich als noch relativ junger Mensch, mir liegt Tradition extrem am Herzen. Und für uns ist es schon von Kindesbeinen auf, wie meine Kinder jetzt hier, so wir und auch meine Schwiegereltern, sind es gewohnt, den Gottesdienst bei uns zu feiern, weil sonntags oder auch montags, je nachdem, sind wir beschäftigt. Und wo könnten wir besser einen Gottesdienst feiern, wie gemeinsam hier auf dem Autoscooter. Und deswegen fand ich das total toll, dass wir das so organisiert bekommen haben, dass es so geklappt hat und dass auch so viele Leute da sind. Ne? Ich glaube, uns freut es auch alle. Ja, wie schön, euch hier zu sehen. Herzlich willkommen auch von uns an diesem Pfingstgottesdienst hier auf dem Rummelplatz. An Pfingsten sind die Jünger das erste Mal nach dem Tod Jesu rausgegangen, um den Menschen mit der Kraft des Geistes die frohe Botschaft zu erzählen. Und wo sonst könnte man sich das Wirken des Heiligen Geistes besser vorstellen als hier auf einem Rummel, wo das Leben in voller Fahrt ist? Absolut. Und sprechen wir doch mal über unsere Gastgeber heute, die Schausteller. Im Interview konnten wir schon viel Interessantes erfahren. Sie verkörpern das heute hier, morgen dort, wie niemand sonst. Ein Leben im ständigen Aufbruch, immer zwischen Aufbau, Abbau und Weiterzug. Das stimmt. Und stell euch mal vor, wir würden das genauso machen. Also unsere Kirchen jeden Sonntag woanders wieder aufbauen. Heute hier beim Autoscooter, nächstes Mal beim Riesenrad. Eine faszinierende Idee. Schausteller wissen, wie man anpackt, wie man eine Show auf die Beine stellt und wie man schnell reagiert, wenn das Wetter umschlägt. Vielleicht sollten wir mal ein Praktikum bei Ihnen machen. Da könnten wir sicher eine Menge lernen. Wahrscheinlich vor allem auch im Umgang mit unerwarteten Situationen, wie man vielleicht einen Gottesdienst hält, wenn der Strom ausfällt. Bestimmt kein Problem für Schausteller. Und denken wir an das Pfingstwunder. Der Heilige Geist kam wie ein Brausen vom Himmel und erfüllte alle Anwesenden. Hier auf dem Rummel ist auch immer ein Brausen, immer was los. Die Musik, die Menschen, das Lachen. Und dann hören wir ja, dass die Jünger begannen, in anderen Sprachen zu sprechen, sodass auch die anwesenden Fremden ihre Botschaft verstehen können. Ein schönes Bild. Auch hier an diesem Ort gibt es ja gemeinsame Sprachen, Sprachen der Freude, des Vergnügens, des Ausgelassenseins, des Mutes, der Gemeinschaft, damit wir uns untereinander gut verstehen. Ja, und diese Sprachen sind universell. Freude versteht man überall. Egal, ob man in Bayern oder in Berlin auf dem Rummel ist, vielleicht ist das der wahre Geist von Pfingsten, die Freude, die alle Barrieren überwindet. Und dabei können wir auch lernen, flexibler zu sein. Wie die Schausteller, die immer dort sind, wo die Menschen sind. Sie warten nicht nur, dass die Leute zu ihnen kommen, sondern sie gehen dorthin, wo das Leben pulsiert. Genau das sollten wir als Kirche auch tun. Ich habe mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, der mich sehr beeindruckt hat. Und zwar haben da evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer in Hamburg, sind sie in die Kneipen gegangen und haben Paare gesegnet. Also das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Die Menschen dort abzuholen, wo sie leben und feiern. Nicht jeder fühlt sich in einer traditionellen Kirche wohl. Aber eine offene und einladende Atmosphäre in einer Kneipe könnte ja ganz neue Wege öffnen. Die Botschaft von Pfingsten, die Bewegung des Heiligen Geistes, erinnert uns daran, dass wir nicht statisch sein sollen,
sondern dynamisch, immer in Bewegung, immer bereit, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, wie hier auf dem Rummel. Du, Evi, da fällt mir die Geschichte wieder ein, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Dieser Philippus, ein Diakon aus der frühen Kirche, der wird von einem Engel beauftragt, an die Straße nach Süden Richtung Gaza zu gehen. Also eben noch verkündete er das Evangelium in Samaria im Norden, jetzt soll er in den Süden. Heute hier, morgen dort. Dorthin, wo die Menschen sind, die die Botschaft brauchen. Und dann begegnet er dort einem Reisenden, der etwas verzweifelt ist. Ein Mann aus Äthiopien, der Kämmerer der Königin, sozusagen der Finanzminister. Er wollte in Jerusalem den Tempel besuchen und ist jetzt auf der Rückreise in seiner Kutsche. Er hat sich mit den religiösen Schriften aus der Bibel eingedeckt, aber er versteht sie nicht. Er versteht nicht das, was er da liest. Genau zu diesem Mann wird Philippus geschickt. Er steigt auf den Wagen und nimmt sich Zeit für seine Fragen. Das Ergebnis ist, dass der Äthiopier den Glauben an Jesus Christus für sich persönlich entdeckt und sich sogar von Philippus taufen lässt. Am Ende trennen sich dann wieder ihre Wege. Der Äthiopier fährt weiter nach Süden und der Geist Gottes bringt Philippus nach Aschdod am Meer. Und von dort geht er weiter nach Caesarea. Heute hier, morgen dort. Wir sehen, der Geist Gottes bringt die Menschen in Bewegung. Und wenn Menschen wie Philippus sich vom Geist Gottes leiten lassen, dann bringt er sie immer gerade dorthin, wo sie gebraucht werden. Dort, wo Menschen Not haben oder auf der Suche sind. Und wenn wir auf die biblische Geschichte schauen, gibt es dort ja auch beides. Der Äthiopier ist wieder nach Hause gefahren. In seine Heimat, dort, wo er wohnte. Und dort hat er dann seinen neu gefundenen Glauben gelebt. Auch das ist ja etwas sehr Wertvolles, wenn wir einen Ort haben, an dem wir uns zu Hause fühlen, an dem wir immer wieder zurückkehren können. Solche Orte zu gestalten, ist eine wichtige Aufgabe. Nicht nur das Haus zu pflegen, in dem wir wohnen, auch in guter Nachbarschaft zu leben, Kontakt zu den Menschen zu suchen, vielleicht an einer Stelle Verantwortung zu übernehmen, in dem Ort, in dem ich lebe. An Pfingsten erinnern wir uns ja nicht nur an das Kommen des Geistes, sondern auch an die Entstehung der ersten oder an die Entstehung der Kirche. Durch das Wirken des Geistes kamen viele Menschen damals zum Glauben und auf einmal war eine Gemeinde da. Und eine Gemeinde, die gewachsen ist, die sich immer mehr ausgebreitet hat. Und auch dort haben viele Menschen eine Heimat gefunden, in der Beziehung und Freundschaft mit anderen, der gemeinsamen Aufgabe, die sie miteinander verbunden hat. Und wie gut, wenn auch heute noch Menschen in einer Kirche, in einer Gemeinde ihre Heimat finden und wenn sie sich daran beteiligen, diese Gemeinde zu gestalten, in Freiheit, in Vielfalt, in enger Verbundenheit und gegenseitigem Respekt. Sicher, das ist gut und wichtig. Aber wie schnell kann es dann gehen, dass wir dabei nur noch uns selbst sehen, nur noch unsere Gruppe, unsere Kreise und unseren Kirchturm? Das fasziniert mich, da fasziniert mich dieses Motto, heute hier, morgen dort. Da möchte ich mich noch viel mehr vom Geist Gottes bewegen lassen, auch an andere Orte zu gehen. Nicht nur in unseren Kirchen und Gemeindehäusern das Evangelium zu verkünden und Gemeindearbeit zu gestalten, sondern rauszugehen zu den Menschen, auch dorthin, wo man Kirche vielleicht gar nicht so erwartet, wie gewohnt ist. Deshalb haben wir uns ja auch so über die Anfrage der Schausteller gefreut, den Gottesdienst heute hier mit Ihnen und bei Ihnen feiern zu dürfen. Und natürlich auch mit allen, die heute zum Pfingstmarkt nach Haiger gekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie nicht nur den Markt mit all seinen Angeboten genießen wollen, sondern mit uns hier Gottesdienst feiern. Denn das stimmt, Gott ist nicht nur in den Kirchengebäuden, sein Geist ist auch hier. Und es tut gut, auf diesem Platz von Gott zu reden und zu singen und ihn anzubeten. Genau das will der Heilige Geist, überall in der Welt Gott zum Gesprächsthema machen. Gott und seine Liebe zu uns Menschen, Gott und seine Friedensbotschaft für uns Menschen, Gott und seine Hoffnung für uns in einer oft so erschöpften und unsicheren Welt.
Ist das nicht das auch das, was dieser äthiopische Finanzminister erlebt hat? Nachdem Philippus Zeit hatte für all seine Fragen und ihm die Augen geöffnet hat für Jesus und er sich diesem Jesus anvertraut hat, erlebte er eine große Freude. Er spürte, wie sehr Gott auch ihn liebt und in seinem Leben anwesend ist. Und mit dieser großen Freude zieht er weiter bis in sein Land. Das wünschen wir uns auch von dem Tag heute und diesem Gottesdienst, dass er uns ansteckt mit einer Freude, die uns nur Gott schenken kann. Also lasst uns heute von diesem Rummelplatz inspirieren. Nehmen wir den Schwung, das Leben, die Freude mit in unseren Alltag und lassen wir uns dann auch vor allem vom Heiligen Geist führen. Heute hier, morgen dort. Und erinnern wir uns daran, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu begeistern kann, neue Wege zu gehen und die Freude des Glaubens überall zu verbreiten. Genießen wir diesen Pfingstgottesdienst also zwischen Zuckerwatte und Karussell und lassen uns vom Geist der Freude anstecken. Amen.